Was hat ein Speiselokal mit unserer Schlagerbranche gemeinsam? Und das, meine Damen und Herren, möchte ich Ihnen ganz gerne hier in diesem intimen Restaurant einmal vorführen. Hier sitzen also unsere musikhungrigen Gäste. Guten Abend, ne Frau. Und hier hinten haben wir die Schlagerküche. Hinein dürfen wir allerdings nicht. Die lassen sich nämlich nur ungern in die Töpfe gucken. In der Schlagerküche kochen Schlagerküche schon für morgen. Denn das Schlagerpublikum ist, wie wir wissen, immer satt. In der Schlagerküche muss der Schlagerkoch vor allem sorgen, dass er immer etwas auf der Schlagerbrutzelpalme hat. Da wird gebrutzelt, wird gebrodelt, gesüßt, gesotten und gesalzt, gesülzt, geknödelt und gejodelt, gegrillt, verbraten und geschmalzt. Einmal Schanze, süß-sauer. Tja, und nun fehlt eben nur noch der Kellner, der diesen gar köstlichen Eintopf von der Schlagerküche zum Gast bringt. Diese Herren sind ungeheuer wichtig, denn ohne sie läuft nichts. Komm ja schon, das ist es doch nicht. Ich meine, ist doch kein Schnellimbiss hier, nicht? Also dann, Licht aus, wumm. Kompott ran! Ja! Moment mal. Na? Ach? Nett. Wieder ziemlich viel Schmalz dran, was? Mir ist doch egal. Erst zum Gast, dann zur Gastritis. Sagen Sie, hören Sie mal, Sie sind wohl neu hier, hm? Ja, aber ich werde nicht alt hier. Nee, wissen Sie, ich helfe hier nur aus. Hm? Ja, ich habe ja schließlich meine eigene Disco. Take. Einmal Seemannsleid mit saurer Lunge. Hey, wo bleibt mein Schrammelfrikassee? Also Auflauf möchten Sie? Na, nehmen Sie doch die Fischerköre, die sind ein Auflauf für sich. Russische Eier à la Reprov möchten Sie? Tut mir leid, aber unser Lieferant hat sich abgesetzt mit fliegendem Zobel. Kalbshaxe ungarisch mit gefüllter Paprika können wir Ihnen natürlich noch mal in der Operettenpfanne aufbraten, gnädige Frau. Aber knuspriger sind heute die Kessler Rippchen mit geschwenkten Keulchen. So, der Herr, da hätten wir einmal junges Gemüse à la Hamfries. Sehr gemischt. Und was trinken wir denn dazu? Hm? Vielleicht Rotenberger Spätlese. Nee? Rüber. Oder ein Hallsteiner Triller. Ne? Bitte? Ja, natürlich führen wir auch Reinhard Maibohle. Mäßig, aber regelmäßig. Liebe gnädige Frau, die Nummer 8 war dreimal dabei, ist gestrichen. Spinat mit Ei. Was meinen Sie? Ach so, gnädige Frau, Sie meinen, der Verdi-Schinken hätte Ihnen geschmeckt. Ich muss Ihnen eins sagen, den Verdi-Schinken würde ich ganz schnell vergessen. Warten Sie 2, 3 Tage, kommt das Zeug in Wolf, drehen wir es einmal durch, dann kommt es als falscher Hase mit kommerzieller Riesalat wieder auf die Karte. Das wäre Ihr's. Gut, nee. An Tisch 3 verlangen Sie eine Käseplatte. Haben wir die frisch? Jede Menge, täglich neu. Schweizer, Italiener, Holländer. Na schön, also dann mischen Sie mal, ja, ein paar Scheibchen Pavone, ein bisschen edelreifen Toriani und einen Mainzer Hausgemachten. Solei. Mio, bitte. Mann, der Iglesias. Der Iglesias. Der Iglesias geht heute wieder weg. Ich glaube, die müssen die Soße verlängern. Na, sag mal sowas. Hey, Boss. Ich brauch mehr Geld. Rühr weiter, Madonna, rühr weiter. Leo, ich gehe nach Totsch. Ja, ja, es ist noch kein Meißner vom Himmel gefallen. Rosenthal auch nicht. Putz das doch mal weg da. Aber Dalli Dalli. In Hamburg macht man Seemannsgarn. In Innsbruck lieber Kaiserschmarrn. So scheiden sich Geschmäcker. Das ändert kein Gemecker. In Köln am Rheine schunkeln sie. In Heidelberg so munkeln sie. Da grase man am Neckar. Wie lecker. In Wien, da bleibt kein Würstchen kalt. Da zehrt man noch vom Wiener Wald. Und musiziert nur heurig. Bei Beats.
wird man in Baden barsch. Und nur noch beim Soldatenmarsch wird ein Ostfriese feurig. Das beteure ich. Was wir an Fischen haben, na hören Sie mal zu. Flundern gibt es immer wieder, aber die Forellen sind heute Abend blau. Und der Haifisch, der hat Zähne, nehmen Sie Henry Walfisch oder Heidi Kabeljau. In Hamburg sind die Hechte lang und nur allein zur Suppe gedacht. Ausgerechnet Leandros. Leandros verlangt man von mir. Sehen Sie mal, ich habe Niki und Ricky und Mickey. Nur Vicky, die habe ich heute nicht hier. Drum, ach, verlang doch was Andros. Verlang doch was Andros von mir. Im weißen Rössel am Wolfgangsee, da hab ich einmal serviert. Da ging kein munteres Rockerl, da ging nur Salzburger Nockerl, Salzburger Nockerl. Genau wie im Maxim, da hab ich hier und ihm statt Streisand Schock gegeben, das war ein Schock fürs Leben. Was meinen Sie, ob wir Herz auf der Karte haben? Da Herz haben wir in 24 verschiedenen Sorten. Da haben wir Herz in Schmalz, da haben wir Herz polnisch, da haben wir gefülltes Herz mit Heimaterde und Alpenkräutern. Dann haben wir Teenagerherzen flambiert und Kinderherz hier mit Sonnenscheinsoße à la Anita. Gitte verschenkt ihr Herz. Aber Lena verleiht es. An Tisch 4 verlangen Sie Pfifferlinge. Wo erreiche ich Ilse Werner? Und wenn mal irgendwer Lust auf Geflügel hätt, sagten wir ihm. Fledermaus und Strauß sind aus, Tauben, Schwalben und Lerchen sind gerade bei der Operette beschäftigt. Wir haben nur noch Wandervögel in Heinotunke oder verbrannenen Kondor. Der Kondor ist heute leider ziemlich zäh und er schmeckt immer gleich und riecht schon leicht. Das arme Vieh ist leider längst passé. Nehmen Sie Huhn, das ist weich. Sogar Paris gab au mon Dieu und Stibillon sowie L'Amour. Zum Beispiel Gänsebrust Mathieu und Räucherzunge Aznavour. Pico, Grico und Adamo, solche Knochen vom Chanson. Die machen alle Köche froh und geben eine Kraft Bouillon. Spaghetti à la Napoli servieren wir stundenlang. Und hinterher Fromage de Brie mit Mandolinenklang. Denn italienisch essen sie ja immer wieder. Von Mia Bella Napoli bis zur Aida. Ihr Wunsch ist uns Befehl, wir servieren, was gemocht wird. Ihr Wunsch ist uns Befehl, wir präsentieren und garnieren, was da drinnen ausgekocht wird. Böhmisch-mährisches, militärisches, fröhlich-rheinisches, etwas schweinisches, ouvertürisches, seemannslyrisches, arienschmetterndes, operettendes, wanderfröhliches, walzerseliges, nervenschneidendes, seemannsleidendes, fremd- und hiesiges, wald- und wiesiges, unaufhörliches, kinderkörliches, geistermatschendes, mitzuklatschendes, hüftverlockendes, mitzurockendes, vegetarisches, franzliharisches, scheißgemütliches, soul- und beatliches. Einmal Bacharach, einmal Kracharach. Ein Leanderlied und ein Wanderlied. Unermüdliches, wildes, friedliches. Markerweichendes, seelenstreichendes. Und was ansonsten existiert. Kratzendes, fiedendes, herzendes, liebendes. Und animalisches. Und musikalisches. Und muselmanisches. Und karajanisches. Leidelied, Heidelied. Cowboy Ranch, Weidelied. Alles wird von uns serviert. Ja, wird serviert. Ja, meine Damen und Herren, wie man hört, Sie haben natürlich längst unser Hotelpersonal erkannt. Rainer Holbe von der Starparade. Ilja Richter von Disco. Michael Schanze von der Michael-Schanze-Show. Genau, ja. Dieter Thomas Heck von der Hitparade.
Und Lord Knut vom Rias Berlin.